unserer Rubrik Gesucht und Gefunden wird heute der Haribo vermittelt. Haribo werden einige von euch sicherlich kennen, denn er ist 2,5 Jahre bei uns im Tierheim. Und wir haben ihn im Sommer letzten Jahres, also Sommer 2011, bei Tierheim TV bereits vorgestellt. Ein toller Steff, Liebling aller Gassigänger. Neben mir sitzt Sabrina. Sabrina ist in Haus 3 die zuständige Tierpflegerin. Sabrina, wie kam das jetzt auf nach 2,5 Jahren, dass der Haribo jetzt endlich vermittelt wird? Ja, Gott sei Dank. Also, Haribos Interessentin hatte vorher auch schon einen Staff. Das war letztes Jahr auch schon so, dass sie hier war und das mit ihren Rüden so probiert hat. Es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das hätten gewünscht. Und da der leider jetzt wegen Krankheit und altersbedingt verstorben ist, war die Corinna dann doch wieder heiß drauf, sich den Haribo anzuschauen und ist jetzt auch dabei und möchte ihn gerne mitnehmen. Sabrina, es gibt ja viele Vorurteile, nicht nur Hunde aus dem Tierheim, sondern wenn Hunde dann auch noch lange im Tierheim sind. Sagen wir, oh, der war 2,5 Jahre im Tierheim, die Tiere sind dann versaut. Kannst du uns da was dazu sagen? Das ist richtig, das stimmt aber nicht. Also es ist klar, dass alle Tiere, die ins Tierheim kommen, speziell die Hunde, haben eine Vorgeschichte. Wir uns ja aber auch immer weiterentwickeln und wir selber, wir Pfleger, sehr viel auch mit den Hunden trainieren, Übungen machen mit Leinführigkeit, dass sie nicht so viel bellen sollen, dass die Leute nicht anspringen sollen. Wir gehen in Gruppen, machen Gruppenarbeit mit anderen Hunden, um die Verträglichkeit zu testen. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht mehr so, dass man diese Aberglaube, alle Hunde sind aus dem Tierheim gestört. Bei dem Haribo, was ist da in den letzten 2,5 Jahren als positive Tendenz erkennbar gewesen? Haribo läuft mit Maulkorb gut in der Gruppe, ist verträglich mit anderen Hunden. Ich würde jetzt nicht zu jedem Rüden verträglich sagen, aber in der Gruppe klappt das super. Er läuft ganz toll an der Leine, er läuft am Fahrrad, er ist Menschen gegenüber freundlich und aufgeschlossen. Er hatte, als er hierher kam, eine Futteraggression. Das ist sehr gut mit ihm getrainiert worden. Er weiß ganz genau, dass er zu sitzen bleiben hat und erst essen darf und aufstehen darf, wenn man ihm eine Kommando dazu gibt. Und das macht er alles super. Also grundsätzlich Traumvoraussetzungen, damit Corinna dann auch letztendlich zufrieden ist. Was mich noch interessieren würde, ich weiß es ja letztendlich auch, der Haribo ist ja so der Liebling aller Gassigänger. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass der 2,5 Jahre, obwohl er ja nun wirklich auch bei uns beworben wurde, vorgestellt wurde, warum das bei dem Haribo nie geklappt hat? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es bei Haribo einfach daran lag, dass wegen der Rasse. Ja, also Haribo hat ein einziges Problem, dass er über jeden Zaun rübergeht. Also wäre er eigentlich eher für die Wohnung oder Stadt geeignet. In der Stadt oder in der Wohnung ist es hier aber so, dass man bis zu 600 Euro oder über 600 Euro Steuern für so gesagt Kampfhunde zahlen muss. Und das wird den Leuten halt einfach schwer gemacht. Ja, und dass er deshalb zu lange vielleicht hier einfach saß und ländlich gesehen, ist es günstiger von den Steuern her, es kommt immer auf den Bereich drauf an. Da wäre aber natürlich für Haribo das Problem, dass er halt über jeden Zaun geht. Und er guckt jetzt schon, da hinten ist, glaube ich, das ist Corinna, das ist die neue Halterin, die da gerade ankommt. Bist du ein bisschen melancholisch? Ja, sehr. Man gewöhnt sich ja dran und man hat sie ja auch lieb gewonnen, aber es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge und er soll ja nun jetzt auch endlich nach Hause gehen. So, und dann holen wir uns jetzt gleich die Corinna vor die Kamera. So, jetzt habe ich die neue Halterin von Haribo neben mir sitzen, das ist die Corinna. Corinna, wie kam es, dass du zu Haribo gekommen bist? Also zum einen habe ich ehrlich gesagt einfach ein Faible für die Rasse. Ich hatte ja, wie gesagt, schon mal einen Staff, bin auch in der Staffordshire Hilfe engagiert und hatte seinerzeit vor ungefähr 1,5 Jahren einfach mal auf eure Homepage geguckt, habe ihn gesehen und er ist natürlich ein bildhübscher Hund und außerdem hat es mir einfach leid getan, dass er schon als Welpe sozusagen ausgesetzt wurde und da begann mein Interesse für ihn. Und nachdem dann dein anderer Hund jetzt irgendwie verstorben oder eingeschläfert werden musste, hast du jetzt gesagt, ich gucke noch mal im Tierheim und hast festgestellt, Mensch, Haribo ist immer noch da, jetzt nehme ich ihn. Ja, genau, so war das. Also die beiden haben sich nicht vertragen. Ich habe versucht, mit ihm den Kontakt zu halten und deshalb habe ich jetzt mich wieder darum bemüht und ja, jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank. Und er war ja auch schon bei dir, jetzt mal ein Wochenende, hat auch alles toll geklappt. Ja, wunderbar. Also er ist so verschmust und so lieb, ist sehr gut erzogen. Also ihr habt tolle Arbeit geleistet und ich bin sehr zufrieden. Jetzt grinst Sabrina im Hintergrund, alle sind glücklich. Alle sind zufrieden.
Cola, ich drücke dir mit Haribo ganz doll die Daumen. Ich weiß, dass viele Gassigänger denken, schade, dass er weg ist, aber wir sind natürlich alle froh, wenn ein Hund nach 2,5 Jahren ein neues Zuhause findet. Und ich habe auch ein ganz gutes Gefühl bei dir. Drück dir also kräftig die Daumen, dass ihr viele gemeinsame schöne Jahre habt. Er ist ja erst 4 Jahre alt, von daher kann es ja viele Jahre noch gut gehen. Das war Gesucht und Gefunden. Die Reihe wird natürlich fortgesetzt. Bis dann.